Willkommen zurück zu Metroid Prime 2 Echoes. Da sind wir wieder im erhabenen Tempel. Wir haben alle drei Energieregulatoren wiederhergestellt. Dann schauen wir jetzt mal wirklich, was Umas dazu zu sagen hat. Ich hoffe mal, ein bisschen Lob ist für uns parat. War schon eine ordentliche Leistung, wenn ich allein an den Kampf im letzten Part denke. Ah, nun gut, schauen wir doch mal. Wieder strahlt das Licht des Äthers von allen drei Tempeln. Und doch, der Äther der Finsternis bleibt. Noch immer wirkt ein Energieregulator in der Finsternis und stützt diese Welt. Der Himmelstempel, der finstere Schatten dieses heiligen Ortes, birgt den letzten Energieregulator. Das, wonach du strebst, steht unter Bewachung der größten und mächtigsten Bestie der Ingen. Die neuen Schlüssel zum Himmelstempel wurden in sämtlichen Ländern dieser finsteren Welt versteckt. Sie zu finden mag gefahrvoll sein, jedoch gebe ich dir zum Schutz dieser gesegnete Rüstung, gespeist vom Licht des Äthers selbst. Ihre Macht wird dir von Nutzen sein, diese letzten Schlüssel zu bergen. Möge sie dir in der Dunkelheit ein Leuchtfeuer sein. Sam ist fast so große Augen wie wir. Wir kriegen eine neue Rüstung. Oh, wir können den Energieregulator scannen. Minutisches System zur Regulierung, bla bla bla. Maximal Energiefluss auf stabilem Niveau. Der Light Suit. Passenderweise zum Dark Suit. Lightsuit erhalten. Dieser Anzug ermöglicht die Fortbewegung über Luminol-Lichtsäulen. Und MP2-Charakter freigeschaltet. Damit erhalten wir den formschönen Lightsuit. Ich finde, er ist deutlich schlanker und stromlinienförmiger. Das Coole ist, wir können jetzt zwischen den vier Welten hin und her reisen. Und Teleportation abgebrochen, danke. Was noch zusätzlich ist, das weiß ich einfach aus vorherigen Durchspielen. Was jetzt nicht stand, ist, dass wir damit durch vor der Atmosphäre des dunklen Äthers komplett geschützt sind. Also wirklich komplett. Oh, und der Morphbar ist, glaube ich, einer der coolsten überhaupt im Lightsuit. Selber in der Lightsuit, da habe ich ein paar Sachen auszusetzen, um optischen. Also er ist cool, keine Frage, tausendmal besser als der Darksuit. Er ist mir ein bisschen zu reduziert. Also zum Beispiel sind, ist wie die Gelenke, Zudeck im Vergleich zum Rest, also einfach der Rest zu dünn. Und vorne so diese Lichtschleusen, sag ich mal. Mag ich optisch auch nicht, aber trotzdem gegen den komischen Darksuit, den wir davor hatten, ist er natürlich ein wahrer Segen und ein Augenweid schlechthin. Dann werden wir es mal nutzen und jetzt, wenn wir den Transporter nehmen, können wir gleich noch ihn in vollem Umfang genießen und bestaunen. Dazu gab es jetzt gerade nicht so viel Gelegenheit. Wie gesagt, da vorne diese vier Lichtpunkte, die man gleich vielleicht sieht, mag ich nicht so. Allgemein irgendwie wirkt er mir zu dünn eigentlich für Samus, aber ist mein persönlicher Geschmack. Warum ich jetzt hier lang gehe? Stimmt, waren wir bei. Ach da, bei dem dunklen Portal können wir natürlich auch mal gucken, da sind wir auch noch nicht weit gekommen. Gibt es hier vorne noch eine gelbe Tür? Ich würde sagen, dass wir uns allgemein jetzt mal hier umgucken ordentlich. Bevor wir dann weitergehen in eine der anderen Welten. Mittlerweile haben wir alle Upgrades, beziehungsweise fast alle Upgrades. Wir müssen immer noch irgendwas mit Schallwellen machen und wir haben natürlich auch noch die beiden, wie heißt's, Power-Kombis für den Lightbeam und den Annihilator-Beam, die uns fehlen. Ansonsten dürfen wir mit Upgrades auch durch sein und ihr seht, wir treten raus und kein Problem. Das ist ein dunkler Kommando-Pirat. Wo hast du dich denn versteckt, da unten oder Schnucki?
Ich glaube, Lightning war echt am effektivsten gegen die Dinge. Wieder nach oben. Oh, es hat ihn zerlegt. Ich weiß gar nicht wann oder warum, aber ich beschwere mich definitiv nicht drüber. Und die tanken auch eine ganze Menge, oder? Ich glaube, der Lightning macht ihnen dauerhaft Schaden, oder? Werden wir aber trotzdem nicht in den Kugeln geheilt? Ja. Akustisches Sicherheitssystem. Ups, falscher Beam. Vier Dinge. Obwohl, nee, das sind wieder hier so Rohre, wo wir reinpacken müssen. Ne, da kommen wir also noch nicht weiter. Da brauchen wir schon wieder irgendwas mit Schallwellen. Was ist das denn hier? Oh, keine Metroids. Ja, ja, wachs ein bisschen. Dann bist du nur noch ein größeres Ziel. Hier kann ich den irgendwie nicht treffen. Egal, ich schau ab. Komm, geh auf Tür, ich bin hier gerade. Hier sieht ja alles sehr stark nach. Hier ist Phasen aus. Und ihr seht, da wird ein toter Weltraumpirat sogar getragen. Oh, eine Runde in Klaue. Undurchdringlicher Finstling im Tiefschlaf. Weg das von undurchdringlicher Hülle umgeben, befindet sich derzeit im Tiefschlaf. Okay. Ist das Ding auf uns aufmerksam geworden? Was können wir sonst noch hier machen? Hinten gibt's eine lila Tür? Achso, Zielverfolgung. Guck ich mir gleich an, aber erstmal will ich da gucken, was da hinten ist. Wie gesagt, wir können auch problemlos jetzt uns Upgrades holen. Ich habe einen zweiten Spielstand und falls wir zu viel sammeln, muss ich halt mit dem das andere Ende aufnehmen. Macht ja nichts. Das dann werde ich jetzt auch auf jeden Fall Ausschau halten. Nicht nur nach halt eben den Schlüsseln, die natürlich handlungsbedingt wichtig sind, sondern auch nach allen möglichen Upgrades, die es zu finden gibt. Ups, warum roll ich mich zusammen? Okay, wo ist denn jetzt die lila Tür? Was natürlich gut ist, ist, dass die Squirtec so lachhaft effektiv ist gegen die Metroids. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Hab fast in Phasen reingeholt. Nee, von dort komme ich doch. Die Tür ist hier unten rechts lang. Ah, da wahrscheinlich der Weg. Ja. Anvisiert und frei. Zentizyklen. Zenti sind doch 100 immer. Wow. War noch irgendwie schon wieder. Es sieht aus wie rote Blutkörperchen, finde ich. Okay, hier wäre ich wahrscheinlich auch so durchgekommen, aber irgendwie sah es so klein aus für einen Moment. Sehr mysteriös. Ich finde auch die Stimmung ist echt unheimlich. Na gut, dass wir jetzt hier erstmal im Lightsuit lang gehen. Weil ihr seht, es gibt keinerlei helle Punkte mehr. Ohne den werden wir komplett aufgeschmissen. Was ist das? Stasis-Kammer. Kleiner Wirk, der Stasis-Feld ist widerstandsfähig, kann aber mit Sprengkörpern zerstört werden. Bombe vielleicht? Jo. Was bringt uns das? Hier waren wir doch auch noch nicht, oder? Das ist normale Inkrieger, würde ich sagen. Boah, warum bin ich denn da jetzt runtergefallen? Was ist das denn für ein Mist? Eigentlich will ich mich nicht um die Dinger kümmern, aber nämlich beim Springstern muss ich das. Ah, jetzt bin ich ja grundlegend erstmal durch. Hier noch ein Sprung rüber. Ah, und hier ist doch. Das haben wir doch auch schon im hellen Äther gefunden. Genauso eine leere Kammer. Ah, was haben wir hier? Wieder sein Behältnis der Ing. Das ein Schlüssel des Himmelstempels in sich birgt. Damit haben wir den Schlüssel erhalten. 2 von 9. Ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Verrückt. Dann muss ich auch nochmal mit den anderen Wischer. Wieso? Und ich weiß gar nicht, was der korrekte Plural ist. Im hellen Äther gucken. Ich befürchte bloß, das war der komplette Sinn und Zweck dieses Weges hier, also drehe ich wieder um. Falls doch
werde ich früher oder später hier nochmal herkommen müssen. Dann ist dem so. Gerade dieser Gang ist echt unheimlich und beunruhigend. Mit den toten Luminos hier. Da habe ich einen richtigen Schauder über den Rücken. Egal, ich bin nur froh, dass wir uns jetzt durch den dunklen Äther bewegen können, ohne Schaden zu nehmen. Was hat mich denn erwischt? Achso, da hing noch ein Metroid rum. Ja, ja, ich erinnere mich, ist er gut. Wie gesagt, dahinter ist bestimmt auch noch was Interessantes. Kommen wir bloß gerade nicht hin, weil keine Schallwellen. Ich vermute mal, da wäre jetzt hier in der Nähe schon so ein, wie heißt, Schlüssel für den Himmelstempel gefunden haben, wird da bekommen hinter sein, sondern eher nur ein Upgrade für irgendwas. Es fehlen ja noch einige Missiles, denke ich mal. 5 Energietanks würde ich raten. Und 2 Container für Biomunition und wer weiß, wie viele Powerbomb-Upgrades noch. Egal, gehen wir erstmal weiter und gehen da zu dem gelben Feldchen. Gelben Türchen natürlich, Feldchen. Ich bin so ein Feld. Powerbomb haben wir jetzt erst sehr, sehr spät bekommen. Und damit ja noch nicht so viel erkundet. Genau, das war hier. Da oben. Kommen wir aber auch nur mit dem Space Jump hin. Space Jump Boots. Was aber ein sehr geringes Problem ist, wenn man bedenkt, wie viel später man die Powerbomben erst danach findet. Okay. Das war minimal eklig, aber nun gut. Hallo. Okay, was ist das hier? Ah, hier gibt's wieder Morphball-Dinge für den dunklen Äther, Fußball-Dinge. Ach, da hinten ist, ich glaube, fliegende, die. Nein, als ob die mich runtergeschubst haben. Ich glaub's ja nicht. Das sind dunkle? Kennen wir noch nicht. Kennen wir schon, meine ich. Das sieht aus wie Spider-Ball-Schienen, finde ich, ne? Ah, ihr kommt hier nicht rein, ihr kommt hier nicht rein. Den ich zerlegt. Und den auch. Super. Das scheint wieder irgendein Rätsel zu sein. Das schauen wir uns doch gleich mal an, aber dafür müssen wir halt in den dunklen Äther. Ach komm. Ah, gar kein Problem für unsere coolen Beamwaffen. Zum Glück nehme ich keine Facecam auf die Geste, die ich dafür gerade gemacht habe, war echt lächerlich. So, schauen wir doch mal. Keine Ahnung, was wir hier machen. Damit dreht man die Dinge. Okay, das sieht richtig aus. Das kann man auch schon früher machen, bevor man die Squid Attack hat. Da kann man ja sich halt im Tier hin und her schießen lassen mit den kinetischen Kanonen. Okay, das leuchtet jetzt blau. Was ist denn richtig? Gelb, blau, gar keine Farbe. Ah, da sind auch so Hubkristalle dran. Seht ihr das? Ich kann einfach mal den beschießen und gucken, was passiert. Ach nee, das ist hier, wie heißt's? Von der, Zielsuchverfolgung. Dafür ist das da, dass man die alle gleichzeitig auslöst. Ach komm, warum hat denn die Squid Attack nicht gegriffen? Was, dann will ich natürlich den auch nochmal umdrehen. Dass sie alle in die gleiche Richtung gucken, ist ja auch sinnvoll dann. Dann leuchtet er gar nicht. Und jetzt leuchten sie alle gelb. Jetzt gucke ich mal kurz drüber, ob dann immer noch die Sachen aktiv sind. Sieht so aus. Ja, mit der Squid Attack zu starten habe ich teilweise Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt. Egal, so. Jetzt noch das letzte Ding drehen. Ach komm, als ob ich das einmal drumherum drehen muss. Was mich eher irritiert ist, dass ich noch gar nichts gesehen habe, dass im hellen Äther was sich bewegt. Und bis jetzt noch keine Belohnungsmusik.
Zack, aber ich kann die doch jetzt schon abschießen, oder? War auf jeden Fall nicht... Ach, und jetzt bewegt sich im hellen Äther auch was. Und da haben sich jetzt die beiden äußeren und jetzt kann ich wahrscheinlich die nochmal rumdrehen für die anderen beiden. Oh, ist das nervig. Wisst ihr was, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die alle gedreht habe. So, das hat ja nur ein paar Stunden gedauert, aber jetzt sind auch die schön aufgereiht, abgeschossen und die anderen beiden Dinger gehen hoch. Und dann schauen wir doch mal, was im hellen Äther damit passiert. So, ich nehme mal die kinetische Kanone, die ist sicherer und geht vielleicht auch einen Ticken schneller. Außerdem ist es immer lustig, von der geschossen zu werden. Ich fand vor allem lustig, wie die Sachen da runtergefallen sind. Wie man das auch gesehen hat, wie die im hellen Äther dann danach runtergefallen sind. Dann stimmt ja, bei den Dimensionsübergängen hat man immer einen schönen Blick auf den Lightsuit. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr davon haltet? Okay, und jetzt kann ich mich da hin und her schwingen. Und was bringt mir das? Ach, da oben ist aber irgendwas. Wie komme ich da jetzt hoch? Hä? Wie gesagt, es gibt hier nach wie vor etwas, was aussieht wie Spider-Ball-Schiene. Oder kann ich mich nicht dranhängen? Da kommt ein Rohr lang. Vielleicht muss man da irgendwie von der Tür hier aus noch weiter gucken. Ich probiere es einfach mal. Ah, hier ist erst mein Grab. Den haben wir schon mal von weitem gesehen. Den Energietank, den nehme ich natürlich gerne mit. Danke. Gucken wir weiter. Ne, hier gibt es ja keine Röhren. Wie kommt man denn da hoch? Das sieht cool aus, was da oben ist, aber... Obwohl, nee, das sieht eher so aus, als ob es von dort hinten kommt. Wenn das überhaupt ein Morphball-Tunnel ist. Also regulär kommt man da ja auch nicht hoch. Hä? Oder vielleicht... Ganz blöde Idee, aber... Ah, es ist Bimunition? Wir halten den Sunburst, die Charge-Kombi für den Lightbeam. Cool. Probieren wir gleich mal aus. Ist das ein dunkler Kommando? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist, aber... Das sieht man leider bloß so wenig von. Ich probier's mal nochmal. Ich muss die Dinger eh platt machen. Hinten. Oh, ist das hell. Ja, extrem langsam leider. Deshalb mache ich den lieber mit dem normalen Lightbeam flat. Oh, es frisst aber furchtbar viel, glaube ich. Ach komm, ich wollte mich da gerade ranhängen, Junge. Oh, da ist einer. Komm schon. Okay, der ist platt. Schnell hier rüber. Als ob der jetzt gerade darüber ist. Werden wir, wenn ich jetzt hier drüben bin. Haut der wieder ab. Was ist das denn? Du entkommst mir nicht. Und das war's mit dem Lightbeam. Ich kann natürlich noch aufladen, aber ich glaube, ich gehe lieber zum. Ach, ist schon besiegt. Das war natürlich ganz cool. Wie jetzt weiter? Also hier so, ich glaube, im hellen Äther auf der Oberfläche, also ich gibt's nichts mehr, aber im dunklen Äther. Ich natürlich mal gucken. Hier bei der Ruhestätte der Finsternis gibt's auf jeden Fall noch eine lila Tür, durch die wir noch nicht durch sind. Und dann hier hinten. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal dort hinten hin. Das ist ja ganz hier in der Nähe.
Also durch die Tür. Ah, Squid Attack, warum? Ich hatte doch nur einen Sprung bis jetzt gemacht. Können wir vielleicht mit der Squid Attack rüber, weil die kinetische Kanone ist sicherer und schneller. Ah, hier sind wir jetzt. Wo ich glaube eher in die Richtung zu dem Portal. Glaube ich zumindestens. Ja, aber doch ziemlich sicher, oder? Jo, passt. Schau mal, da ist man hier oben rausgekommen im dunklen Äther. Oder vorm dunklen Äther. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Schlüssel in welchem Gebiet wo versteckt sind. Wir haben jetzt hier einen und wie heißt's? In der geheiligten Festung bzw. im Nest ein. Ich denke mal, in den einzelnen grundlegenden Gebieten sind jeweils zwei und hier sind dann insgesamt drei versteckt. Einfach nur so geraten. Super Missile-Tür. Wie lächerlich ist das denn? Super Missile-Tür wird schon so lange zur Verfügung. Ich bin halt eben nicht gerne im dunklen Äther, so gucke ich mich noch nicht so viel hier um. Ich finde halt eben bloß ein bisschen nervig, dass man die, wie heißt es, die Behältnisse für die Himmelstempelschlüssel nur sehen kann, wenn man den Darkwischer anhat. Okay, kein sichtbares Spektrum, also. Erstmal um den hier kümmern. Ach stimmt, der war ja nur verwundbar, wenn er gerade nicht so leuchtet. Da mache ich viele schnelle Schüsse. Unverwundbar, wenn er gerade angreift, oder? Ich weiß es nicht. Ich hau einfach die ganze Zeit mit Beams auf ihn rauf und irgendwann ist das schon platt. Was verbirgt sich da? Achso, das ist nur eine Energiekugel. Noch so eine. Da hinten ist eine Powerbombe, cool. Sammle ich mal kurz ein. Oh, nerven die Dinger. Ich hoffe, der ist gleich mal platt. Ah, komm schon, Kleiner. Du nervst mich gewaltig. Mein Finger wird müde. Hallo. Geht er. Und da sehen wir auch schon die Markierungen. Suche aufladen. Und offen ist die Tür. Für einen Missile-Container, gerne. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie viele, Sachen wir jetzt wirklich hier finden werden. Vor allem diese Schlüssel, habe ich so gar keinen Überblick. Noch eine Powerbombe? Also hier hinten gibt es dann immer noch eine Tür, aber ich will erst mal gucken, ob es hier oben bei der Halfpipe irgendwas Entspanntes und Lustiges gibt. Hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht, also ist sie wirklich nur da, weil sie auch im hellen Äther da war. Wie langweilig. Ich werde die Lichtkugeln hier trotzdem immer noch aktivieren. Ein bisschen Heilung zwischendurch kann ja auch nicht schaden. So, ich kick. Wow, was ist dies? Beschädigtes Wachauge. Von Fünstlingen besessenes, bewaffnetes Monitorsystem. Von den Ink verwendet, um wichtige Bereiche zu sichern. Lässt sich mit den meisten Waffen vorübergehend außer Gefecht setzen, mit Lichtenergie lässt sich das Objekt zerstören. Dann nehmen wir doch Lichtenergie. Reicht da auch schon ein Schuss? Ich habe mich aber gerade so massiv erschrocken. Okay, ist aber auch nur betäubt. Betäuben muss rechnen. Ah, hier gibt es dann auch noch eine grüne Tür. Zugang zum Schrein. Ich glaube, da hat mich gerade keins von den Dingern getroffen, sondern... Ich bin in Phasen getreten. Und Tentakel. Ernsthaft. Ich glaube, gerade in Argon können wir noch richtig viele Sachen jetzt finden. Den Sachen, die wir so zur Verfügung haben, die wir gefunden haben, da waren wir schon lange nicht mehr. Das sieht sehr stark hier nach Endkampf aus, oder? Arkhuls Vermächtnis. Arkhuls. Schon bald werde ich meine ewige Ruhe finden. Mein Schlüssel ist an seinem Platz. Kraft der geistigen Bande zu meinen Brüdern bin ich gewahr.
wo deren Körper liegen. Ich hinterlasse dieses Wissen, auf das ihre letzte Stätte in der hellen Welt bekannt werde. Möge dieses Wissen unsere Krieger zu den Schlüsseln des Himmelstempels führen, die in Kreaturen verborgen sind, das bloße Auge nicht erfassen kann. Ah, und hier gibt es Hinweise zu den einzelnen Schlüsseln des Himmelstempels. Aha, und wir haben ja auch schon öfter mal von Haltern des Schlüssels gelesen und die gescannt. Und wahrscheinlich sind dort immer in der Nähe dann auch die Schlüssel. Erscheint logisch, aber... Schade bloß, dass ich mich jetzt so gar nicht erinnern kann, wo wir solche Leute gescannt haben. Ich kann natürlich nochmal die Videos durchforsten, aber wahrscheinlich ist es weniger Arbeit, einfach hier quer durch die Lande zu rennen. All dem bloß blöd, dass man das nur im Dark Vision sehen kann. Hm. Vielleicht sollte ich mir doch mal den Osten hier die Tipps durchlesen und gucken, ob es da irgendeinen Hinweis gibt. Besudelter Schrein. Aber hier war doch, wo unser Schiff gelandet ist, oder? Die verbirgt sich doch bestimmt aus dem Ding, ja. Wusste ich's da. Es leuchtet irgendwie schon ziemlich ein, dass hier einer versteckt ist. Dann haben wir schon drei gefunden mittlerweile, nicht schlecht. Und hier sind wieder ganz normale Irrenkrieger, oder? Ja, sieht so aus, jo. Langweilt mich, interessiert mich nicht. Cool, dann war es gar nicht mal so schlecht hier. Ich finde, man kriegt auch ein ganz gutes Gespür, wo Sachen versteckt sind in diesem Spiel und wo nicht mittlerweile. Oh, die können auch einen Jagd auf einen machen, das wusste ich gar nicht. Dann geht's jetzt wieder in den hellen Äther und einen Bereich gab es hier auch noch mit einer lila Tür, glaube ich, den wir erkunden konnten. Na, erstmal hier irgendwie wegkommen, nervt mich doch mal bitte nicht. Autsch. Ich finde auch brutal, dass die Squirtec an Oberflächen so brutal abprallt. Zack, 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 zack. Warum spenden die immer so viel Lichtenergie? Also nicht, dass ich mich beschweren will. Ist ja dem bloß auffällig. Jetzt muss ich dann bloß gleich gucken, wo das andere Portal ist. Ich kann nochmal kurz hier schauen. Wo war da der Bereich, den ich noch... Ach genau, der hier. Kultstätte der Finsternis. Ups. Egal, dann gehe ich da mal kurz rüber. Ich habe so ungefähr im Kopf und die Form war ja ziemlich markant. Stimmt, wir haben ja auch da bei diesem komischen Lagerraum, wo wir jetzt den einen Schlüssel gefunden haben, glaube ich ja auch einen Wächter entdeckt von den Schlüsseln. Ist da ein Portal enthalten? Ich glaube, das hier die Tempelbaustelle. Ja. Eines der sinnvollsten, glaube ich, Transporter hochzunehmen. Und dann wieder runter. Ist das hier überhaupt der Weg zum Transporter? Ja, ist bloß... Ah ne, das führt ein Transporter nach unten, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich Vollrüstung... Ja, ne, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Goliath Wespen ignorieren. Außer die, die wollte ich abschießen. Immer noch keine Orientierung in diesem Spiel, ist das schlimm. 23 Parts und noch so hilflos wie am ersten. Bloß besser ausgerüstet. Wenigstens etwas. Ja, da ist der Transporter, ich sehe ihn schon. Hier ist auch die Halfpipe, ja, leuchtet alles ein. Nein, du nervst mich jetzt nicht. Ich sag euch auch, ich kann finde ich gegen Gegner, solange ich es nicht fürs Vorankommen notwendig ist. Ich glaube dann von hier aus gesehen der Transporter rechts. Also sicher bin ich mir da eigentlich leider auch nicht. Tempelbaustelle sagt mir auch so gar nichts. Ah, ihr merkt schon, wir gehen in großen Schritten im Finale entgegen. Wahrscheinlich werde ich dann jetzt auch das hier wirklich damit verbinden, viele der Upgrades zu suchen, die wir noch brauchen. Und vermutlich dann, so wie in Prime auch, vor dem Endkampf dann nochmal einen Part einschieben, wo ich dann die ganzen restlichen Upgrades sammle, die ich dann aber auch separat davon mache und vorher die verschiedenen Enden aufnehme. Muss ich halt eben gucken, wie es jetzt passt mit den Upgrades sammeln. Oh nein, das war dumm, das war dumm. Doch nicht eins rechts, sondern geradeaus. Ja,
ich will wieder runter. Fahrstuhl, hallo. Muss ich echt einmal rausgehen, damit das funktioniert? Wie nervig. Das ist echt eine unsichtbare Barriere dort. Man sieht es auch, wie ich von der Square Check zurückgeworfen wird. Verrückt. Also, wir kamen von links, jetzt müssen wir nach rechts. Ich hoffe, das ist richtig. Ansonsten muss ich hier irgendwas mal kurz rausschneiden. Der Part wird sonst ein bisschen sehr lang. Geht mir nicht auf den Döroni. Ja, mittlerweile unsere Füße haben sich sogar an die Häschen angepasst. Es ist ganz lustig, aber teilweise auch schlimm. So, runter da, Samus. Beeil dich ein bisschen mal. Haben nicht so viel Zeit. Bloß ein Glück, dass es nicht mit den 15 Minuten Upload-Grenze gibt, die es ursprünglich irgendwann mal war. Ich glaube, dann wäre ich wahnsinnig geworden mit den Parts. Vor allem, es waren ja auch dann 15 Minuten glatt. Ach, genau hier sogar. Hier gerade. Oh, ist das irgendwo ein Portal? Obwohl, da oben sehe ich noch ein Upgrade. Wie kommen wir denn da hin? Oder hier oben? Kann ich ja problemlos hinspringen. Ist hier überhaupt schon mal? Ich bin gerade richtig irritiert. Bin wirklich richtig schlimm irritiert gerade. Okay, Missile Container, warum wir den noch nicht haben, weiß ich partout nicht. Ah, das Portal ist sich doch hier hinter so einer Hubtür versteckt. Also Tür mit dem Hubkristall versteckt. Doch, daran erinnere ich mich gerade, nämlich hier links. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ich hoffe, das dauert nicht so lange, wie gesagt, sonst muss ich irgendwo ein bisschen was rauscutten. Ja, 15 Minuten, dann wären wir jetzt schon im dritten Part. Ich finde, so viel haben wir jetzt heute auch nicht geschafft, leider. Ja, klar, wir haben schon zwei Schlüssel gefunden, das was ziemlich ordentlich ist. Und hier sieht auch aus, als ob sich noch was verbirgt. Obwohl, nee, ich glaube, da haben wir schon was drin gefunden. Nee, stimmt ja. Ich weiß nicht, ob wir da oben für lang mussten, aber egal. Gucken wir uns mal schnell die Tür hier an. Ah, wieder mit Giftgras. Hatten wir schon lange nicht mehr. Gewusst wie. Ach, das ist hier irgendwie so eine Art Summ. Sind hier noch eine weiterführende Tür? Nee, Fuhl der Verdammnis. Also wird sich hier vermutlich auch dann Schlüssel verbergen. Die Frage ist bloß, wo? Da. Bleibst du stehen? Und damit erhalten wir den Schlüssel zum Himmelstempel. 3 gefunden, 5 bleiben noch. Ich würde sagen, da machen wir im nächsten Part genau hier weiter. Bei Metroid Prime 2 Echos. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao.